Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, der 1717 Talk. Mein Gast heute, extra eingeflogen aus Südafrika, ganz genau, das ist der Helmar Rudolf. Er ist Mensch, er ist Mann, er ist Coach, um nicht zu sagen, der beste Punkt Coach. Schön, dass du heute bei mir bist. Hallo Sam. So, da sitzt du in Live und in Farbe. Viele oder hoffentlich alle unserer Zuschauer jetzt kennen uns beide aus den Podcasts, die wir gemeinsam gemacht haben. Und da etwas Vielfalt gewünscht wurde und ein bisschen neuere Interviews. Gibt's uns jetzt live. Das ist schon mal die Kirsche auf der Sahne, oder wie wollen wir es sagen? Ja, es fällt uns schon schwer, ernst zu bleiben. Ja, also wir haben eine Menge gelacht jetzt, um ehrlich zu sein, vorher. Wir haben uns noch nicht besprochen, was eigentlich der Inhalt unseres Interviews sein soll. Aber das zieht es jetzt von der Zeit ab. Das zieht es von den 17 Minuten ab. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich möchte dich gerne mal vorstellen. Nicht in der Form als der beste Punkt Coach, von dem ja viele schon wissen, was er eben macht. Menschen begleiten, beraten. Du bist nämlich auch Autor. Und du bist vor allen Dingen ja ein Mann, der schon ganz, ganz lange an seinem Bewusstsein feilt. Ja, oder umgekehrt, das Bewusstsein feilt an mir. Es hat schon in der Verzweiflung die Arme hochgeworfen. Ja. Deine Geschichte interessiert mich. Ja, genau. Wie ging das überhaupt los mit deinem, ja, darf ich spirituellen Weg sagen? Oder Weg des Bewusstwerdens? Oder wie würdest du das selber am besten formulieren? Ist schwer zu sagen. Also die erste Erinnerung, die ich an diese schrägen Themen habe, mit denen ich mich befasse, wenn die du irgendwo spirituell nennst, war Erich von Däniken, der ja auch da sich weit aus dem Fenster hinausgelehnt hat und gesagt hat, das sind jetzt irgendwelche Außerirdischen, die uns mal besucht haben und da Zeichen hinterlassen haben. Und dann war jahrelang eigentlich nichts, weil man versucht, sich irgendwie zu definieren und zu finden im Leben. Ich bin nach Südafrika gegangen, um erstmal ein bisschen Abstand von der Familie zu bekommen, um erstmal zu gucken, was steckt eigentlich in Helmar drin. Und das ist mir auch recht gut gelungen, auch recht schnell, muss ich sagen. Und zwischendurch immer wieder die Spiritualitätsabteilung im Buchladen besucht und da mich mit etlichem Material eingedeckt. Und das ist halt alles ein fließender Prozess, also es ist nicht irgendwo, dass da mal der Schalter umgelegt wurde. Aber bist du schon so auch aufgewachsen? Also sind deine Eltern? Nee, gar nicht. Also mein Vater vielleicht schon eher, aber der ist relativ früh gestorben, also war schon relativ alt. Der war ein halt hochgeistiger Mann, sprach 7 Sprachen, Altgriechisch, und hatte so auch dann in diesen weltlichen Dingen nicht so wirklich Interesse. Und da ist mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Aber bevor sich das bei mir entwickeln konnte, ist er schon sozusagen in eine andere Dimension rübergegangen. Und somit konnten wir uns zumindest so erstmal darüber nicht austauschen. Interessant zu sehen, wie viele Parallelen es gibt, wenn du jetzt mal so 10, 20, 30 Jahre zurückschaust. So die Ähnlichkeiten. Und Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Vom Birnbaum. Vom Birnbaum, ja. Und bin aber zufrieden, denk ich mal, denn die Startbedingungen waren nicht unbedingt optimal. Ich weiß nicht, ob die bei irgendeinem optimal waren, aber es soll ja diese Hawaii-Kinder geben, die in völliger Liebe von beiden Elternteilen und überhaupt Rahmenbedingungen aufgewachsen sind. Aber ich denke, viele von uns, und das gehört ja zur Entwicklung, durften schon auch mit ein paar Rubbeleien zurechtkommen müssen, damit dann eben das... Das war halt Liebe auf eine andere Art und Weise. Genau. Sozusagen. Jeder konnte geschliffen worden. Ja, jeder hat ja nur das gemacht, was er konnte, wozu er in der Lage war. Also ich bin zufrieden mit mir. Ich bin im Wendland aufgewachsen, habe dann BWL studiert in Mannheim, aufgehört, bin dann im Anschluss nach Südafrika gekommen, habe dort bei Siemens Datenbankprogrammierung gelernt, mehr oder weniger Datenbankprogramme geschrieben. Das sollte mich dann auch noch wirklich viele Jahre begleiten. Und hatte aber immer ein Interesse an Marketing, ohne in meiner Jugend irgendwie zu wissen, was das ist, weil das Wort haftete dann an mir. Und dann habe ich unten ein Studium gefunden in Marketing Management. Das habe ich gemacht und abgeschlossen. Also bin offiziell Diplom-Marketing-Manager und hatte halt die ganze praktische Datenbank-Programmiererfahrung dahinter. Und dann kam das Internet. Wir waren 93, 94, 95. Hatte mich schon so ein Bulletin Board rumgeschlagen. Und dann kam das Internet, habe mich darauf gestürzt, habe da mir auch recht schnell einen Ruf erschaffen als Experte im Datenbankmarketing und Kundenbeziehungsmanagement, also die Verbindung quasi zwischen Marketing und Datenbanken. Mhm.
Und habe dann aber mehr gearbeitet bei Software-Startups. Opera Software, Sonoc, habe was für GeoWorks gemacht, oder GeoWorks damals noch als Windows-Konkurrent. Und bin dann übergestiegen, Webseitenentwicklung. Aber die ganze spirituelle Seite ist weitergelaufen. Bis zu diesem schicksalshaften Tag, wo in Kapstadt im Labia-Kino The Secret lief. Und über Secret bin ich aufs Master Key-System gestoßen. Okay, das war also die Initialzündung dann für dich. Ja, weil das Master Key-System, ich sage es immer wieder, hatten wir vier Fragen beantwortet. Wer ist das große Ganze, was wir Gott nennen? Wer bin ich? Erstmal so grob, also in Verbindung in diesem Kontext. Mhm. Was ist die Verbindung zwischen mir und dem großen Ganzen? Und wie kann ich mir die Verbindung zwischen mir und dem großen Ganzen zunutze machen, um einfach ein besseres Leben zu leben, ans Potenzial rankommen? Mhm. Weil das lag bis dahin brach. Mhm. Ich ahnte immer, da ist mehr. Und über das Master Key-System wurden mir diese Fragen beantwortet. Und dann habe ich gleich das Master Key-System genommen, um sozusagen zu beweisen, dass das auch wahr ist. Habe es ins Deutsche übersetzt. Und wie man sehen kann. Ja, du hast sehen eine Menge kann, übersetzt von dem. So ein paar Sachen Onkel sind dabei Charles. Rausgekommen, ja, ja. Über die Jahre. Ja, das sind eins übersetzen lassen, die Geheimnisse des Yogi, der Yogis. Ein Buch über dich selber übersetzt. Vom Master Key-System, so eine Taschenbuchversion, jetzt die neue rausgegeben, das gebundene Buch. Und es sind auch andere, ein Kinderbuch geschrieben. Mein eigenes Buch geschrieben, alles einfach jetzt, das ins Russische übersetzen lassen. Und jetzt, letztes Jahr kam noch Eugene Fersen dazu, das Wissen des Seins. Und jetzt kommt ganz frisch raus Patrick Bowen, das Buch kenne ich seit 18 Jahren und jetzt habe ich es auch übersetzt, The Sayings of the Ancient One. Und das ist sehr, sehr genial. Okay, ich spule noch einmal zurück, bevor ich dann auch wieder noch zum Übersetzen und den Büchern komme. Das heißt also Kino, dann Initialzündung, dann Master Key-System. Ins Deutsch übersetzt. Also das war direkt, es war ja nicht aus dem Kino raus, ich übersetze das mal, sondern du hast ja erst mal selber damit gearbeitet, oder nicht? Oder? Nee, ich Wie kann ich mir das vorstellen? Ich wollte den Secret-Leuten meine Hilfe im deutschsprachigen Markt anbieten. Und da habe ich von denen nichts gehört. Dann habe ich mich auf der Secret-Website noch ein bisschen umgeguckt und bin da auf einen Verweis aufs Master Key-System gefunden. Und Simon Templeton hatte da eine Webseite, SciTech.net, wo er alte esoterische, spirituelle Bücher quasi veröffentlicht hat. Und das habe ich dann, also war das ganze Master Key-System kapitelweise aufgelistet als Webseite. Und das habe ich dann als PDF gesichert und ausgedruckt und dann gelesen. Also war das dann dieses Lesen und Übersetzen wollen und die Idee, ich helfe da, auch das Studium letztlich? Letzten Endes schon, weil das, worin wir gut sind, das sollten wir machen, das sollten wir verstärkt machen, das sollten wir eben dann auch anderen weitergeben. Also mit unserer Kompetenz im Dienst anderer stehen, das heißt andere bereichern. Mhm. Und ich brauchte ja keine deutsche Übersetzung, aber ich habe mir gedacht, wenn ich gut bin, diese Übersetzung anzufertigen und wenn ich das gut vermarkte, Diplom in Marketing Management, dann wird meine Belohnung eben entsprechend ausfallen, ohne zu wissen, in welche Richtung das geht. Und das nahm auch ziemlich schnell Fahrt auf. Wie viele Jahre ist das her, zwischengefragt? 14. 14. Mhm. 2007. Mhm. Hatte einen Partner damals, Franz Glanz, mit dem wir richtig, wir haben richtig Gas gegeben, waren dann im Fahrwasser des Secrets und hatten dann eben auch entsprechende Umsätze, entsprechendes Einkommen, habe mir noch meinen persönlichen Wunsch mal erfüllt, steht ja noch vor der Tür, das Schatzimmobil, kennen ja viele und macht das eben seitdem weiter und weiß jetzt auch, dass das ist, was ich eigentlich tun soll, weil das geschriebene und gesprochene Wort ist eigentlich meins und weniger die Internetsachen, sagen wir es mal so. Genau, da würde ich nämlich jetzt richtig dahin zurückkommen. Und dann hast du dich ja spezialisiert, auch einfach über das Übersetzen in die Themen reinzugehen. Für dich selber dann damit die Arbeit, die spirituelle Arbeit auch zu machen. Ja. Um dann den Menschen, die es eben nicht können, so gut zu übersetzen, zu sagen, okay, ich beschenke sie damit. So ist es. Das ist sozusagen mein Dienst am anderen, das eben dieses Material auf Deutsch zur Verfügung zu stellen. Also PJ Bowen ist so gut wie gar nichts bekannt. Da findest du noch nicht mal ein Foto von dem im Internet. Mhm. Und das eben den deutschsprachigen Markt zur Verfügung zu stellen, ist eine Ehre für mich, weil das Material ist einfach der Knaller. Mhm. Man muss natürlich einen Draht zu haben. Aber diejenigen, die da offen sind, die merken das auch sofort, wie mächtig die Worte sind, die sowohl im Master Key-System stehen, als auch also Hanels Worten allgemein, Hanels Schreiben, als auch PJ Bowen und Eugene Fersen. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne zurückspulen. Dein spiritueller Weg, bevor eben dieser besondere Kinoabend war, hast du gerade so ein bisschen lapidar am Rand erwähnt.
Wie kann ich mir das vorstellen? Was waren da die ersten Themen, die dich berührt haben? Oder also, womit hast du dich beschäftigt? Oder was würdest du dann als deine Spiritualität bezeichnen? Das kann, also die letzte Frage kann ich dir nicht beantworten, weil es gibt nichts, wie ich das bezeichnen kann. Das ist halt, war halt ein Interesse an spirituellen Themen. Ich habe Gespräche mit Gott gelesen. Mhm. Ich habe Dan Millman gelesen, mhm. Deepak Chopra gelesen, mhm. Eckhart Tolle. Also so quer durch, mhm. aber gleichzeitig auch so ein bisschen Parapsychologie und die, so das holographische, wie heißt das? The Holographic Universe, das holographische Universum von Michael mhm. Talbot. Wie gesagt, Parapsychologie, alles das, was so nicht wirklich im normalen Leben thematisiert wird. Mhm. All das, was ein bisschen unnormal ist sozusagen, mhm. aber dennoch eine Existenzberechtigung hat. Und das war halt so gar nicht irgendwie zielstrebig, sondern einfach nur, das kam so das eine zum anderen. Mhm. Bestimmte Bücher sprechen dich an, das wird dir empfohlen. Aber es war immer das Gelesene. Also es war schon auch, dass du eher die Literatur genommen ja. hast und nicht, ich bin jetzt zu dem Kurs gegangen oder ich habe den Kurs besucht oder ich bin irgendwie 3 Monate nach irgendwo mit Rucksack und habe mich da unter einen Baum gesetzt oder so. Sondern das war eher bei dir wirklich das übers Lesen, über das geschriebene Wort. Das ist lustig, dass du das erwähnst, weil darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber das ist richtig. Ich habe keinen einzigen Kurs besucht. Ich war auch nicht irgendwo im Ashram oder unterm Baum sitze ich jetzt schon öfter mal. Aber hast recht, ja, es war naja, über also wenn ich dich so wahrnehme, wie ich dich ja, aus meiner Welt wahrnehme, dann bist du ja schon sehr auch auf der Verstandesebene, auch mit Logik, auch wenn du über das Unnormale sprichst, ja. Aber du bist ja schon für mich auch ein Mensch, der Dinge auch in Strukturen gerne bringt, der über das geschriebene und gesprochene Wort, was sehr klar auch kommt bei dir, ja, so seine Abhandlungen hält und irgendwie definiert ist. Hat einen Grund. Genau. Möchtest du den hören? Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben Zeit. Das hat einen Grund, und zwar die allgemein, das ist Natur, nicht Naturgesetz, aber das ist eine natürliche Begebenheit. Wir schaffen uns immer Ordnungs- und Regelstrukturen, oder sollten sie uns schaffen, das ganze Leben besteht daraus, denn nur so kann es sich weiterentwickeln. Eine Weiterentwicklung basiert immer auf etwas. Mhm. Und diese Ordnungs- und Regelstrukturen brauchen auch wir als Mensch, weil die es uns eben ermöglichen, in andere Bereiche einzutreten. Mhm. Denn wenn wir kein Fundament haben, keine Basis, haben wir nichts, wovon wir abheben können, wo wir uns abstützen können, etc. Mhm. Und dieser ganze erkundungstechnische Bereich, was Neues lernen, egal in welchem Bereich, ist das Männliche. Und die also aus meiner Sicht, mhm. und das Zielgerichtete und die Basis, diese Strukturen, die wir schaffen, sind das Weibliche letzten Endes. Und das heißt, es müssen immer beide vorhanden sein. Denn wenn du nur Basis hast, kommst du nicht wirklich weiter. Und wenn du nur weitergehst, schaffst du nichts, worauf du dich nachher zurückziehen kannst, sozusagen. Es ist immer dieses Pulsieren. Das heißt, diese Ordnungs- und Regelstrukturen müssen vorhanden sein, um überhaupt eine Sicherheit zu haben, Vertrauen zu haben, mit der man sich dann kopfüber ins Leben stürzt. Aber was ist denn dann mit Erspüren und Begegnen und Ausprobieren und Experimentieren? Das ist, wenn das Licht aus ist. Das erläutert mir immer mal ganz genau. Nee, das ist jetzt nicht jugendfrei. das ist, in meinem Leben, ich meine, du hast mich gefragt, es gibt in meinem Leben das eine und das andere. Ich meine, du siehst, ich bin nicht irgendwie ein Kind von Traurigkeit. Mit mir kann man lachen. Das ist der Ausdruck. Auch wenn er so ernst rüberkommt. Er ist eigentlich ein ganz witziger Typ. So, und Dankeschön. Und es ist eben so, dass er ist auch gar nicht so steif, wie er manchmal rüberkommt. Ich bin gar nicht steif. Ne? Nur denn, wenn das Licht aus ist. Dann muss es sein. Ich kann halt mit dem Wort, ich bin halt wortgewandt sozusagen. Mann des Wortes. Genau. Und eben das, es gibt für alles einen Platz, es gibt für alles einen Ort, und da kommt auch diese weiche, empfängliche, empfindsame, weibliche, harmonische, schöne Komponente zum Tragen. So, und im normalen Leben, einfach auch, weil ich sehr vielseitig interessiert bin und vieles weiß, ich bin ja nicht umsonst der beste Punktcoach, so, und fürs Archiv. Das war auch wieder ein kleiner Lacher, merkt so. Nicht jeder. Nee, muss ja auch nicht. reicht, wenn ich drüber lache. Nee, jetzt hast du mich aus dem Plan gebracht. Ja, genau, der beste Coach. Genau, ich habe viele Interessen und viele
Kompetenzen, die ich mir über die Jahre angeeignet habe. Und da stehe ich auch zu, weil es aus meiner Sicht ziemlich wenig Menschen gibt, die sowohl technisch Kompetenz haben, die spirituelle Seite abdecken, die Designkompetenz haben, die Programmiertechnik-Kompetenz haben. Und eben dann so eine Sache, ich meine, alles, was du siehst, ist mit höchstens bei Hilfe vom Layout entstanden, also vom Cover-Design, vom Umschlag, von der Umschlaggestaltung, deutsches Wort, Umschlaggestaltung, aber alles andere mache ich halt selbst. Mhm. Und dafür brauchst du schon ein bisschen Ahnung. Wo ich eigentlich noch mal ein bisschen reinpieksen wollte, war zu sagen, du bist eben sehr strukturiert, du bist sehr präsent. Darf das ein bisschen weichere und spielerische sich jetzt noch etwas mehr entfalten in deinem Leben, wo du doch dann jetzt schon vielleicht in den reiferen Jahren bist? Weil die Geschichte, die ich gehört habe, ist ja schon sehr kopflastig vielleicht auch. Ja, aber die Humorkomponente und die andere, okay, die Weiche ist, hat weniger was mit meiner beruflichen Entwicklung zu tun, sondern einfach so mein Werdegang. Und klar, die kommt raus, aber ich bin mir das eben auch bewusst, dass der Ausgleich zustande kommen muss. Ansonsten wird es unausgeglichen. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, das andere war nie weg. Aber jetzt wird es halt bewusster mit eingebracht. Und die Ordnung und Struktur braucht jeder von uns. Mhm. Weil wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen eine Verhaltenssicherheit. Das ist ein schönes Wort übrigens. Und die kriegen wir nicht, wenn wir irgendwo überall nur rumschweben. Mhm. Hast du dann was Neues in der Pipeline? Das Buch kommt als nächstes raus? Ja. Aber freut mich total. Sieht ein bisschen anders aus als die anderen, aber bewusst. Wenn bei einem Helmer Rudolph gerade ein neues Produkt in die Welt kommt, ist ja mindestens im Kopf schon eine neue Idee, wenn nicht sogar drei. So gut konnte ich dich jetzt auch schon kennenlernen. Nee, das ist mehr mein Umfeld, nicht meine Basis. Ich bin quasi seit 4,5 Jahren mehr oder weniger obdachlos. Also nicht so, wie ihr das denkt, sondern obdachlos. Und jetzt ist... Er ist ganz gut aufgehoben. Wir hatten uns ja darüber unterhalten. Also ich habe das ganze Equipment, aber jetzt ich brauche eine Basis, von der aus ich agieren kann. Ich habe aus bestimmten Gründen vor 2017 meine Basis aufgegeben. Ich wusste das. Seitdem keine neue gefunden. Hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kam Corinna. Und Corinna hat es ein bisschen verändert. Corinna hat unser aller Leben ein bisschen verändert. Ja. Mit Corinna möchte ich es eigentlich gar nicht beenden. Hast du noch einen netten Satz für unsere Zuschauer, eine Abschlussbotschaft von dem besten Punkt-Coach? Das wäre dann deine Kamera. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Mach dich nicht kirre, dass du das Ziel noch nicht erreicht hast, weil die Erlebnisse, die Erfahrungen, die finden statt, während du sozusagen dich nach vorne bewegst und dass diese kleinen Momente, die es immer wieder wertzuschätzen gilt, für die du dankbar sein kannst, sind eigentlich das, was das Leben ausmacht. Das heißt also, auch wenn jetzt mit meiner Obdachlosigkeit oder so, habe ich so viele schöne Momente an so vielen verschiedenen Orten, die ich wahrscheinlich gar nicht gehabt hätte, wenn ich das jetzt schon hätte, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Großartig. Vielen Dank. Da bin ich dankbar, dass du jetzt so in echt, so richtig hier in meinem kleinen Studio warst. War mir eine Freude. Wir wiederholen auch, oder? Na, logisch. So, bitteschön. Ja, also, wenn wir schon mal da sind. Mit einem Lächeln für meine Zuschauer.